Für das Bohren in Baustahl können sowohl die leistungsstarken Feinhartmetall-Kernbohrer als auch HSS-Kernbohrer verwendet werden. Fein empfiehlt den Einsatz eines HM-Ultra-Kernbohrers. Richten Sie die gerüstete Kernbohreinheit an der markierten Bohrstelle aus und aktivieren Sie den Elektromagneten. Achten Sie auf die Auswahl der richtigen Getriebestufe und starten Sie den Bohrvorgang. Sorgen Sie mit der integrierten Innenkühlschmierung für eine ausreichende Kühlmittelzufuhr. Setzen Sie den Kernbohrer sanft auf der Materialoberfläche auf und durchbohren Sie anschließend das Werkstück. Entfernen Sie nach dem Zurückfahren und Stopp der Maschine die Späne mit dem Spänehaken.